Nach dem vergangenen Mittwoch kam es am Montagabend erneut in der Region Neckaralb und anderen Teilen Baden-Württembergs zu heftigen Unwettern mit Starkregen und Hagel. Die Reutlinger Feuerwehr wurde zu fast 800 Einsätzen gerufen, 565 allein in der Stadt Reutlingen. Hierfür musste sie auch Unterstützung aus anderen Regionen anfordern. Die traurige Nachricht: Überstanden scheint die Unwetterlage trotzdem nicht, denn auch für Dienstag wurde bereits eine neue Warnung herausgegeben. Reutlingen gehörte auch an diesem Abend zu den Gebieten, die das Unwetter mit seiner vollen Wucht traf. Der Reutlinger Feuerwehrkommandant Harald Herrmann beschreibt das Unwetter als ein sehr starkes Regenereignis. Im Schnitt kamen 55 bis 76 Liter Wasser pro Quadratmeter herunter. Dazu gab es ebenfalls wieder gebietsweise Hagel. Kein Wunder, dass die Kanalisation und die umliegenden Gewässer nicht mehr in der Lage waren, diese Wassermenge noch aufzunehmen. Die Pegel in der Echad sind innerhalb von wenigen Minuten um über 1,50 Meter angestiegen. Die Seitenflüsse, der Leirenbach, der Eierbach, all diese Flüsse sind massiv angeschwollen. Welche Ausmaße der Starkregen hatte, ist hier auf den Videos zu sehen. Der Ortskern in Betzingen mal wieder komplett geflutet. Aber auch Mittelstadt traf es wieder heftig, wie schon letzte Woche. Besonders schlimm traf es auch 6 Autofahrer, die plötzlich im Tunnel in Dusslingen feststeckten und nicht mehr herauskamen. Der Tunnel ist vollgelaufen, es waren mehrere Fahrzeuge drin. Das heißt, die Tauchergruppen, die sind zur Unterstützung angefordert worden. Die örtliche Feuerwehr ist bereits mit einem Löschfahrzeug eingefahren, konnte aber die Menschen teilweise nur in Sicherheit bringen auf das Fahrzeugdach. Die Taucher haben dann mit Unterstützung die Menschen in Sicherheit gebracht, auch mit Booten, und haben den Tunnel dann noch abgesucht, ob eventuell noch weitere Menschen im Tunnel waren. 2 weitere Personen mussten ebenfalls von Tauchern aus ihren gefluteten Kellern befreit werden. Zum Glück gelang das und es gibt keine Verletzten zu beklagen. Geflutete Straßen und Wassereintritte in Häuser und Keller, kein seltenes Bild, auch bei unseren eingesendeten Zuschauervideos. Knapp 1000 Einsatzkräfte waren im Einsatz, viele Helfer kamen auch aus umliegenden Landkreisen. Während bereits in der Nacht damit begonnen wurde, die Straßen von Schlamm zu befreien, gingen auch am Tage die Aufräumarbeiten fast überall weiter. So wie hier in der Kreissparkasse in Betzingen, die es, wie diese Bilder der vergangenen Nacht deutlich zeigen, ebenfalls schwer erwischt hatte. Die Stadt stellt für die Entsorgung Container zur Verfügung und die werden auch genutzt. Fast im Minutentakt fahren hier die Betzinger vor, um ihren vom Unwetter zerstörten Hausrat zu entsorgen. Wir haben die ganze Keller voll, alle Sachen sind defekt, kaputt, Fernseher, Staubsauger, alles mögliche war kaputt. Wir halten alles zusammen durch und das finde ich schön. Die ganze Wohngemeinschaft. Und das finde ich toll von den Nachbarn, von allen. Ja, es war grauenvoll. Es war wirklich so, dass bei uns schon innerhalb von Minuten das Wasser im Keller bis zum Meter gestanden ist und durch die Haustür durchgedruckt ist. Und im Prinzip war es wirklich scheiße, sage ich mal auf gut Deutsch. Wir sind zwar eine Hausgemeinschaft mit 8 Parteien und ca. 10 cm vor unserem Stromverteiler ist Wasser Gott sei Dank stehen geblieben. Das Klärwerk in Betzingen hatte da nicht so viel Glück. Also wir haben Wassereintritte gehabt aus der Oberfläche. Ein Kleinstgewässer läuft noch an der Kläranlage vorbei und führte zu Wassereintritten im Betriebsgebäude, in den Steuerungseinheiten. Und man konnte mit den vorgesehenen Pumpen, die dort sind, auch einer großen mobilen Pumpe, die wir selber noch besitzen, diese Wassermassen nicht aus dem Gebäude halten und haben dann unsere Elektrik zerstört. Allem in allem sei man auf dieses Unwetter aber gut vorbereitet und alle Kapazitäten der Feuerwehren und Rettungen in Alarmbereitschaft gewesen. Leider können diese jetzt aber nicht in den wohlverdienten Feierabend. Für heute Mittag kam da wieder eine Warnung, ebenfalls mit rund 40 bis 50 Liter, ebenfalls in Kombination mit Hagel. Das heißt, wir bringen unsere Einsatzkräfte derzeit wieder in Alarmbereitschaft. Um zumindest einigermaßen vorbereitet zu sein, setzt der Feuerwehrkommandant auch auf die Eigeninitiative der Bürgerschaft. Die Stadt schafft es gerade nicht, innerhalb weniger Stunden das ganze Stadtgebiet wieder zu säubern. Sollte der Bürger selber Hand anlegen, ja, oder auch wenn vor der Haustür der Sickerkasten total zu ist, ja, mit Laub, mit irgendwelchen Materialien, dass man dann einfach die Dinge selber entfernt. Ja. Dies schützt natürlich auch einen selber. Bleibt zu hoffen, dass es dieses Mal nicht ganz so heftig wird und sich die Lage wieder etwas entspannen kann.